Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wo wir immer noch am, ne, versuchen sind, hier durchzuschleichen, aber es war zur Hölle wahr, das ist ja das Problem. Freigeschaltet. Bekanntmachung. An die Ulfer Urlaubstage. Dies ist der vierteljährige in ihren Urlaub. Nach Firmenbestimmung kann ihr Urlaub weder ins nächste Jahr mitgenommen werden, noch am Jahresende ausgezahlt werden. Es liegt in ihrer Verantwortung, dieser Zeit vor ihrem Ablauf zu nutzen. Diese Urlaubsregelung ist nicht verhandelbar. Bitte richten Sie jegliche Fragen oder Bedenken direkt an Carlo Wugan. Waugen. Andi. Jo. Mit sofortiger Würde nehmen wir folgende Änderungen an unsere Richtlinien zum persönlichen Umgang mit Medienvertretern vor. Zu veröffentlichenden Aussagen zu jeglichen Konzernbelangen dürfen lediglich von Angestellten aus dem Marketingbereich mit Genehmigung gemacht werden. Jegliche Kontaktaufnahme durch ein Medieninstitut muss unverzüglich der Marketingabteilung gemeldet werden. Genehmigungen für die Interaktion mit Nachrichtenmedien müssen vorab an Genevieve, Moha, Buda und irgendwelchen anderen Leuten geschickt werden. Die Missachtung dieser Richtlinien kann eine sofortige Kündigung zur Folge haben. Morgen wird eine Routineüberprüfung der Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt. Während dieser Zeit bleibt der Region Tower geschlossen. Das Gebäude darf nur von Security mit Genehmigung betreten werden. Alle Abteilungsleitenden werden informiert. Änderungen an Terminplänen werden entsprechend vorgenommen. Perfekt. Meine liebe Ularu, ich habe ein Paket von hohem Wert, das meines Wissens dir gehört. Sollen wir eine Übergabe vereinbaren? S. -Punkt. Hey Ularu, ich konnte bestätigen, dass Tomo Higashi für seinen letzten Bericht keine adäquaten Beweisdaten hatte. Wie es scheint, beruht seine Theorie auf nichts als eine Handvoll Beobachtungen und was er Erfahrung nennt. Bloß gut, dass Imogene das nicht genehmigt hat, was? Dass es sein dritter Fehltritt. Imogene und ich sind uns also einig, dass es Zeit wird, ihn zu kündigen. Ich überlasse dir die Ehre. Ich weiß, du machst das gerne. Deswegen wurde der also gekündigt. Hier sind die Bestätigungsnummern für die Lieferungen, die du wolltest. Bla, bla, Blaster, bla, Kisten, alle Lieferungen so pünktlich, ich gebe dir Bescheid. Liebe Ularu, ich wollte mich persönlich für das Verhalten meines Bruders beim Essen neulich entschuldigen. Ich glaube, er trägt Miss Imada die ganze Sache immer noch nach. Und wie du weißt, ist sein Verstand nicht mehr, was er einst war. Ich weiß, dass er dein Angebot eines medizinischen Neuroamp ausgeschlagen hat, obwohl ihm das helfen könnte, klarer zu denken. Vielleicht kann ich ihn doch noch überzeugen. Es mag bei unserem letzten Treffen nicht so gewirkt haben, aber er freut sich durchaus immer, dich zu sehen. Dein Respekt und deine Bewunderung ihm gegenüber bringen sofort wieder den Mann hervor, den ich einst kannte. Ich hoffe, wir können auch in Zukunft uns wieder treffen. Alles Gute. So. Rover. So. Ist alles entspannt, oder? Kann ich noch in Ruhe hier knacken? Und dann hauen wir halt ganz schnell ab. Habe ich es verkackt? Nee. Ich hatte kurz Angst. So, haben wir einen Zweier dafür? So, ja. Hey, meine... Motzen weg, wow. Oder ist das nur Buggy, weil er gestunt ist? Ich glaube, ja. Hä, was? Wohin will der, dass ich gehe? Easy. Easy. Verlasse den Rito, triff nix in seiner Wohnung.
Easy Game. Das ist gerade alles ein bisschen buggy, weil ich komme nicht mehr aus dem Scanner raus. Ich kann nicht Escape drücken. Kann ich Map drücken, auch nicht. Jetzt geht's wieder. Oh, okay, gut. Ich hatte kurz Angst. Helm, nee. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die 3000 Credits auch und das auch. Was haben wir hier noch so? Hammer, Dreck, Schmutz. Was haben wir hier? Moderner Bodenkugelrucksack. Die nehmen wir mit. Waffenkoffer machen wir auf. Ja, danke. Sonst noch irgendwas? Ja, da oben. Lösungsmittel nehmen wir natürlich auch mit. Oh, nice hier oben. Geht es eigentlich da noch weiter hoch? So rein theoretisch. Würde mich interessieren. Kurz laden. Speichern ab. Ich glaube, unser Boost Pack reicht nicht für noch höher, oder? Nee. Als ob ich Damage gerade bekommen habe dafür. Aber hier, oder? Das ist doch extra so viel dafür gemacht. Kannst du mir sagen, was du willst. Wenn da oben kein Secret ist, kriege ich einen Anfall. Zack. Waren da gerade Schüsse? Jetzt wirst du gleich darüber kommen. Gott, ich weiß nicht, ob ich es so hoch schaffe. Oh, wow. Was ist das für ein Geräusch? Ah, Mann. Ich glaube, ich bin hängen geblieben. Es wäre theoretisch möglich gewesen, weil wir wissen ja, wir können da hochklettern, haben wir gerade gemerkt. Ja, sehr nice. Okay. Es ist komplett unnötig, was ich hier tue, aber ich believe in Secrets. Ich believe. Geht's hier irgendwo noch weiter hoch? Ich frage mich, ob ich mich zwischen das Schild klemmen könnte beim Rito-Ding. Ansonsten haben wir hier noch irgendwas? Nee. Hier vielleicht? Nee, okay, ich dachte, man kann sich da... Da werde ich wahrscheinlich nicht drauf können, oder? Also, wir probieren es nochmal hier. So zwischen reinklemmen. Oh, der hat sich doch gerade festgehalten. Ich habe es gesehen. Ja, das mache ich super. Ah, Mann. Oh nein. Ups. Ups. Oh. Ich wünsche, wir können die hätten noch, ne? Das Skill-Ding ist schon ein bisschen höher. Dann könnten wir wahrscheinlich da locker hochkommen. Wo waren wir stehen geblieben? Hier, ja, genau. Okay, probieren wir es nochmal. Was? Das sollte dreimal boosten? Eins, zwei, drei. Und ich hab's verschissen. Gibt's eigentlich irgendwas, das unser Boosting erhöht? Jetzt rein nur, ne?
So, oder höher springen? Wir hatten doch was mit höher springen, glaube ich, gell? Fünf Bewegungstempo, Bewegungsgeräusche, minus. Nee. Irgendwas ist 50% Sprunghöhe hatten wir doch, oder? Ja. Zweimal Sprunghöhe für 2 Meter, was? Das nehmen wir. Ups. Das war so bad. Das muss reichen, Mann. Da geht's nicht hoch. Okay, das wollte ich auch mal probieren. Aber das mit 2 Metern, das könnte dann hinhauen. Zack. Zack. Alter. Mann. Jetzt werde ich ungeduldig. Das ist war wieder High Quality Let's Play von mir. Als ob der auf einmal runtergerutscht ist. So dumm. Ich probiere es auf der Seite. Ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Nee. Wirbt das Amt noch? Wahrscheinlich schon noch, aber nicht mehr lang. Ja, ja. Nicht bewegen. Wir speichern ab. Wir müssten irgendwie darüber kommen. Ich glaube, wir können darauf stehen. Ohne Witz. Wenn ich jetzt kurz lad, probieren wir es mal. Ob wir dann da noch stehen. Und wenn nicht, dann gebe ich auf. Ich sag's euch, ich will hier jetzt nicht die Hälfte der Folge damit verschütten, was ich sowieso schon tue, um da drauf zu kommen, was wahrscheinlich eh nichts bringen wird. Ach Mensch. Das könnten wir nochmal probieren. Sonstige. Ne. Hilfe! Amp! Amp! Na, was haben wir gegoogelt? Nach. Gegoogelt vor allem. Hier, Amp! Alter. Das geht, oder? Das ist, weißt du was? Scheiß drauf. Wir gehen jetzt zu dem Typen. Ja, genau so. Okay, Leute, jetzt aber Content. 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 Das muss halt auch mal sein. Ich muss sowas ausprobieren. Ja, vergiss es. Okay, wo müssen wir hin? Irgendwo hier runter.
Da sind wir reingekommen. Ich glaube, wir sind falsch. Was sagt das Navi? Mal wieder gar nichts, super. Das freut mich. Doch dahin, okay. Da wir durch, da wir durch. Nix Wohnung. Hi! Ich fühl dich wie zu Hause. Nimm nur keine Souvenirs mit, wenn du hier bist. Du hast es echt geschafft. Der Ryujin-Wachdienst lässt nach. Eigentlich seltsam, dass sie noch niemand gestürzt hat. Niemand wird Ryujin je stürzen. Das ist eine Creditgrube für Bayou. Mhm. Wenn man Ryujin ausschalten will, geht das nur mit mehr Geld, als irgendjemand zahlen würde. Sonst würde Bayou das nie zulassen. Mhm. Und jetzt nehme ich bitte das Programm zurück und sehe mir die Daten an. Warte auf nix. Krass, das geht ja alles ab. Teppichmesser. Hast du irgendwas Cooles hier? So eine Zeitschrift oder so? Auf jeden Fall ist sie ziemlich unaufgeräumt. Nur Schmutz, das brauche ich alles nicht. Das Programm, das ich dir für Olarus Computer gegeben habe, öffnet mir quasi die Hintertür. Ich sehe einfach alles. Also sehen wir es uns an. Mhm. Olaru hat eine beeindruckende Verschlüsselung, aber ich kann sie natürlich knacken. Umgehe Schutzmaßnahmen, starte Entschlüsselung. Dürfte nicht lange dauern. Scheiße, bin ich gut. Ging schneller als gedacht. Ich speichere für Dalton einige Dateien. Darunter den Zugangsverlauf und alles, was mit dem Dominion-Projekt zu tun hat. Okay. Ich baue noch eine neue Entschlüsselung ein, damit nur er sich das ansehen kann. Und fertig, das war's. Du bist fertig? Das ging schnell. Muss man dir lassen. Das wird Dalton eine Weile beschäftigen. Ich habe die neu verschlüsselte Slate. Sieht aus, als hätte Ryujin eine spaßige Zeit vor sich. Streng genommen soll ich nicht nachsehen, aber wenn meine Software läuft, sehe ich quasi zwangsläufig, was los ist. Erzähl schon. Du hast deinen Teil eingehalten. Sagen wir einfach, die Slate zeichnet kein sonderlich gutes Bild von Imogen Salso. Aber denk daran, du arbeitest mit Leuten, die sehr gut darin sind, Informationen zu fingieren und zu fälschen. Mhm. Wer war Imogene nochmal? Imogen? Imogene? Das klingt so gar nicht nach Imogene. Sei dir nicht so sicher. Imogen ist praktisch in der Firmenunterwelt groß geworden. Ich würde davon ausgehen, dass sie nichts unbeabsichtigt tut. Hier ist die Slate. War wie immer schön, Geschäfte mit Ryujin zu machen. Wer war Imogene denn nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Wer war Imogene? War das nicht die, die uns beauftragt hat? Hieß sie nicht Imogene? Was macht ihr hier? Warum? Okay. Ja, okay, da ist Hausparty bei ihm in dem Fall. Seh schon. So, wir porten uns. Imogene, wer war das nochmal? Imogen, das war doch schon die uns die aufträgt. Die mit den kurzen Haaren, die Tussi, die uns auch eingestellt hat, oder? War das nicht sie? Ich bin echt nicht gut in Namen merken. Aber wir werden es gleich sehen. Hi, hi, hi. Das könnte das wichtigste Meeting meiner Karriere sein. Das ist ja schön für dich.
Wir sind außerhalb der Ausdauer. So wichtig für meine Firma. Ja, wäre sie wohl, war schön, ich gell? Warte hier schon ewig. Hast du die Datei? Ja. So, wir haben die Datei aber natürlich erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.